Damit grüße ich wieder hier bei Donkey Kong Country Tropical Freeze. Ja, wir machen die Bonuslevel von La Savanna, der dritten Insel. Beginne mit 3A, schwing dich durch. Diese swing dich durch, damit wir bei den Musikarten bleiben. Ich habe schon wieder Squawks vergessen. Da ich jetzt noch am Anfang bin, gehe ich gleich nochmal raus und hole Squawks. So, Inventar und Squawks. Ja, hallo Squawks. Ach, ich habe gesagt, ich sage nicht mehr Hallo zu dir. Oh, aber jetzt swing dich durch. Dann swingen wir mal eine Runde. Nein, ich fange jetzt nicht zu singen an. Vergesst es. Gut. Auf jeden Fall gibt es hier einen Diddy, den ich mir nicht entgehen lasse. Ich nehme ihn natürlich auch mit. Aber ich krieg nicht. Das heißt, ich schmeiße da dagegen. Die Box meldet sich auch nicht, wenn ich ihn nicht übersehen habe. Och man, das war das hier jetzt. Das hier. Komm, fahr wieder hoch hier. Hier ist nichts. Oh man, was ist da hier das ganze Versteckte? Und ich habe den Titi schon verloren. Ja, das hier ist offensichtlich. Und hier habe ich keinen Titi. Oh, wird recht knapp werden hier. Ja. Wisst ihr, was ich da jetzt mache? Geronimo! Ja, nochmal. Es war auch jetzt blöd gespielt. Der geht auch allein zu machen. Also so ist es nicht, aber... Ja. Ich war so traurig, dass ich die verloren habe. Billig vor allem verloren habe, das ist ja schlimmer. So, Jasbox, da waren wir vorher schon. Danke. So, jetzt aber. Wenn es jetzt nicht klappt, dann haben wir das Puzzleteil nicht. Dann gibt es dieses Puzzleteil offiziell nicht für mich. Ach nö. Gibt's ja wirklich nicht, oder? Schon wieder nicht scharf. Ach Gott, war das knapp. Gut, mir hat noch 3 Sekunden über knapp, es gewesen 1 Sekunde. Aber. Sache geschafft hier. Rüber hier. Komm mal fürs K. Sehr schön. Hier ist drin? Nee, scheiße, was ist das? Auch hier. Was ist hier? Komme ich da unten hin? Hier geht's nur raus. Ah! Der ganz ausgeklügelten Technik hier. Und hier haben wir den Speicherpunkt. Speich mal das mal ab, was wir hier haben. Ja,
wie man schon sieht, mit den Schaltern hier kann man eben die ganzen Plattformen hier hin und her bewegen. Und auch eben mit den Schaltern hier. Auch wieder was so Schönes. Den wollte ich eigentlich gerade nicht treffen, aber habe ich getroffen. Finde ich auch nicht schlecht. Ich Squawks nicht meldet, kann das nicht für den Puzzleteil sein. Kann das ein Bonusleben sein. Egal, dann brauchen wir sie nicht. Das Ding nehmen wir mal mit hier. Und zwar zurecht. Nee. Hier oben einfach. Tatsache. Warum ist nämlich hier die Plattform hier oben? So als kleiner Hinweis, weil die braucht man ja sonst eigentlich nicht. Und was haben wir denn? Herzchen. Hier brauche ich diesmal ausnahmsweise nicht. Gut, da müssen wir jetzt natürlich warten, damit wir das Ende bekommen, bis der Geier da drüben ist. Hast du was? Ich mache jetzt mal das hier kaputt. Wie viel haben wir denn? 3 von 5? Und Ski fehlt nur mehr. Schaut ja schon mal nicht allzu schlecht aus, würde ich mal behaupten. Oh Mann, kann mich da an was erinnern. Genau. Man sieht nämlich die Ranke da so ganz leicht runterhängen. Man muss nämlich, wenn man mit dem Fass fliegt, sich festhalten. Das gab es jetzt so noch nie hier. Drum findet man das sicher nicht gleich. Ich hatte die Stelle hier irgendwie in Erinnerung gehabt. Warum kam mir das gerade mit dem Festhalten? Ich habe mir gerade überlegt, ob man sich vom Fass aus festhalten kann. Aber wie man gesehen hat, das geht. Fahren wir runter hier. So auch. Liebes Kaninchen mit Flügeln. Die Mütze, egal. Kann man auch brauchen. Kann man auch brauchen, habe ich gesagt. Wir hätten das G. Wo bleibt das letzte Puzzleteil? Habe ich schon übersehen oder kommt es noch? Ich dachte mir schon, soll ich ins Fass reinspringen oder soll ich da schauen, ob da unten was ist? Und es war richtig so. Genau hier ist es eben mit dem Festhalten. Das ist der. Vielleicht der Hinweis für vorher. Und sogar das DK erwischt. Sehr schön. Gut, damit haben wir wieder ein Level vollständig gelöst. Und können weitergehen zu 3B. Haben wir gesagt, ist Krankenrumba. Oh, ich habe schlechte Erinnerungen an den Level. Ich glaube, das war wieder ein, wo man weglaufen muss, wenn ich mich jetzt nicht ganz täusche, aber schauen wir mal. Wir werden es erleben. Da oben ist was. Nein, ist doch keine, wo man weglaufen muss. Das war die. Jetzt bin ich da mal nachher nicht doch noch weglaufen muss, aber es ist ein anderer als ich glaubte. Was also? Donkey Kong Country 2, der so ein Level hat man.
Komm, wir brauchen Cranky. Ob das war hier. Hier war irgendwo eine Stelle, wo man Cranky brauchte dann. Ich wusste nämlich nicht, ob ich mit Cranky hier auf diese komische Pflanze draufspringen darf oder nicht. Box meldet sich. Gut, das war einfach. Da sind wir weit Schweres gewohnt. Sehr schön, mit Cranky da noch da drauf springen. Gut zu wissen. Das Box ist schon wieder hier so. Ah, ich glaube, ich weiß, wo er will, dass ich hin. Wo er will, dass ich hin will. Sollen wir uns hier dran ziehen? Ah, genau, das war die Stelle hier im Hintergrund. Wo uns jetzt eben diese Kaninchen oder Wolperting oder was das sind, in diesen Rädern verfolgen, aber die haben nicht mal annähernd erreicht. Gut. Noch da. Dritte Puzzleteil schon. Was? Vor dem O. Schön. Was sieht man hier ja? Ach nee. Echt einer der nervigsten Bonus-Level hier. Was ich sagen muss, diesmal ganz souverän geschafft. Hätte ich nicht damit gerechnet, dass er so schnell ging. So. Gut, und warum Cranky? Ich hab's wie in der Ring, dass wir Cranky brauchen. Den könnte man ohne Cranky auch holen, der wird anders aufgehen mit Dixi oder Didi. Aber mit Cranky tut man sich doch leichter. Oh Mann! Hier, hier. Die Banane hier unten. Auffällige Banane und auffälliges Gehabe von Squawks gewesen. Nee, es war klar, dass hier was sein muss. Mit der Banane schon da. Das hätten wir auch ohne Squawks, nicht Squawks. Auch getötet hier. Dank unserem guten Kogosprung. Ja, so schlecht ist Cranky ja gar nicht. Was, dass sich Squawks hier so aufregt? Geht Nummer 1. Ja. Sehr schnell. Im Sinne, es ist überall was versteckt, wo man mit Cranky leichter hinkommt. Also, ich glaube, meine Befürchtung ist richtig. Ach, Mann. Das wollte ich eigentlich gar nicht. Meine Befürchtung doch falsch, weil das ist ja 7. Puzzleteil jetzt. Egal, jedenfalls. Hat der Cranky dann auch mal wieder seinen Auftritt. Der hat sich gar nicht so schlecht angestellt diesmal, der gute Cranky. So. Gut. Das war das hier. Drauf kann mit Crankys Hochsprung, weiß ich nicht. Ist lieber nicht austesten. Oh, ich kann nicht drauf, dass das da haben wir schon das G. Das hier. Auch verschwinden. Damit hätten wir alles. Sehr schön.
Dann ab ins Ziel. Ja, genau. Das kann mir noch erinnern. Ich dachte mir, das ist nur ein ganzen Level über. Damit haben wir alles und sind im Ziel und können damit nicht die G erwischen, aber ab in den nächsten Level, in den K-Level. Oh mein Gott. Ich hab Angst. Damit schalten wir eben den K-Level frei, da wir alle Kongo-Sterben haben. Und ich habe Cranky dabei. Will ich Cranky dabei haben? Wie heißt er denn? Pendelparanoia. 3K. Ich hol mir schnell Dixie. Wir sehen uns dann gleich wieder hier auf der Levelkarte. Mal schauen, ob wir den Level gelöst bekommen. Dixie, ich sterbe ja sowieso, sie segle ich wieder weg. Egal. Mit allen Puzzleteilen gelöst bekommen, das wollte ich noch sagen. Wird schon irgendwie klappen. War klar, dass hier ein Fass ist. Verdammt nochmal. Wirkt es noch relativ einfach hier. Ich glaube, ist sogar die wirklich sinnvoller als Dixie. Wir werden es gleich rausfinden, ob die sinnvoller ist als Dixie. Gott sei Dank geben die ihnen hier. Fass. Nicht sozial hier. Hätte mir nicht gedacht, dass sie so sozial hier sind. Mann. Ich hab nicht vergessen, also nicht mitgenommen. Egal. Ich bin bei Didi einfach hier so in der Luft stehen bleiben kann. Dixie fliegt ja dann doch irgendwann wieder hoch. Ein bisschen. Ist aber hier ein Puzzleteil drin. Oh nö. Auch noch so ein blödes noch. Wenn man das einsammeln muss. Egal. Jedenfalls. Gibt hier auch Fässer. Das war knapp. Ja, das habe ich vorher schon gesehen, dass da drüben Bananen sind. Dachten wir, da muss was sein. Ich wusste gar nicht, dass man schräg auch schießen kann. Jetzt weiß ich es. Ja, wir machen es also eh so wie immer. Ich versuche jetzt erstmal alle Puzzleteile zu holen. Dann, wenn ich es nicht dann gelöst habe, wenn ich das letzte Puzzle habe, schneide ich euch den Versuch rein. Der klappt. Weil ich vorher schon zu oft am Fehlen bin, schneide ich euch vorher nur mal die Puzzleteile immer rein und dann den Versuch, der klappt. Damit meine ich hier nicht allzu viel Fehlparts haben oder Fehlzeit haben. Aber ich bin zuversichtlich. Der Level hier wirkt fürs erste Mal nicht so schwer. Egal. Gut, zumindest sparen wir uns hier jetzt ein bisschen Zeit, damit wir nicht mehr zum Puzzleteil müssen. So. Ganz ruhig angehen, nichts überstürzen. Und hier Ping-Pong einfach mit mir. Das zweite Puzzleteil war es jetzt. Okay. Verdammt.
Sag mal. Ich wollte gerade sagen, da gibt es sogar Herzen, das könnte Jäger brauchen und dann verliere ich den Didi. Oh Mann, oh Mann. Nein. Ab. Oh nö, da oben ist ein Putzteil. Ich habe keinen Didi mehr. Ich habe es trotzdem erwischt, unglaublich. So, da ist wieder so eine fette Keule. Ach nö, ein Puzzleteil. Ich kann mich entweder treffen lassen oder ich müsste mit Cranky bis hier hinkommen. War doch klar, was ich mache, oder? Was ist das? Fünf? Hey, das war das fünfte. Cool. Gut, das heißt, wenn wir es jetzt nicht schaffen, schneide ich euch die Infasuch rein. Ja, klar. Wie gesagt, im Normalfall hätten wir da schon müssen, entweder mit Cranky oder generell mit irgendeinem Kong, damit wir halt wieder zurückkommen. Das geht, glaube ich, mit Bidi oder Dixie auch, wenn man sich gut anstellt. Da hinten sieht nach Ziel aus. Ist es aber nicht. Das sind aber diese dämlichen Tennisschläger. Bei weitem noch nicht das Ziel. Ganz ehrlich, für mich war es jetzt irgendwie der leichteste Level von den K-Leveln bis jetzt. Soll so sein, ich bin froh drüber. Wir hätten die K-Level erledigt in La Savanna. Mit dem Puzzleteil sogar. Also die K-Level, den K-Level. Gibt ja nur einen hier. So, das Artefakt haben wir mal wieder. Sehr schön. Das heißt, im nächsten Part starten wir da wieder mal voller Elan mit drei Boss Savannensause. Ich hoffe, ihr seid wieder dabei und bis dann.